Herr Bundesminister, warum schaffen Sie es nicht, angesichts der hohen Inflation, zumindest bei den Pensionistinnen sowie Pflegegeldbeziehern, unmittelbar nachhaltige Hilfe zu leisten und die Pensionsanpassung und die Pflegegeldanpassung für 2023 um einige Monate vorzuziehen? Ich halte zunächst fest, dass wir sowohl rasch als auch langfristig helfen. Ich kann Ihnen ein ganz konkretes Beispiel geben. Eine Mindestpensionistin oder Bezieherin der Ausgleichszulage mit 978 Euro pro Monat erhält in diesem Jahr eine Entlastung von 1.350 Euro. Das entspricht 1,5 Monatseinkommen. Die Antwort auf Ihre Frage ist also ja, wir machen Soforthilfen, tun das. Die Hilfe kommt auch an. Und wir sind im kommenden Jahr natürlich darauf vorbereitet und machen das, die Pensionen zu erhöhen und die Teuerung auszugleichen. Dasselbe gilt natürlich auch für die Erhöhung des Pflegegeldes. Wir wissen, dass die Teuerung bleiben wird. Wir wissen auch, dass dort Maßnahmen gesetzt werden müssen. Und die Bundesregierung hat auch immer erklärt, dass das, was wir bisher gemacht haben, im Gesamtvolumen von 28 Milliarden Euro weiter evaluiert wird. Und wir davon ausgehen, dass wir im Herbst zusätzliche Maßnahmen brauchen. Bei der Pensionsanpassung oder bei den Pensionistinnen mit geringer Pension wurden umfangreiche Pakete geschaffen. Es gab im Dezember letzten Jahres die 150 Euro Soforthilfe, im Frühjahr weitere 150 Euro. Im Zuge des Teuerungspaketes weitere 300 Euro. Es profitieren insgesamt etwa 200.000 Pensionistinnen und Pensionisten davon. Und um darüber hinaus schnellstmöglich zu helfen und zu unterstützen, wird der Teuerungsabsatzbetrag als Einmalzahlung auch ausbezahlt. Also ich würde einfach festhalten wollen, dass uns die Situation dort bewusst ist, dass wir rasch Maßnahmen gesetzt haben, dass die Bundesregierung auch festgehalten hat. Es wird weitere Schritte brauchen, um diese Gruppe im Fokus zu behalten. Zusatzfrage? Herr Bundesminister, aus Ihrer Antwort heraus eine Nachfrage. Die Teuerung beträgt derzeit im Durchschnitt an die 5,5%, aktuell 8% im Monat. Werden Sie oder können Sie garantieren, dass die Pensionsanpassung 2023 im Jänner die tatsächliche Teuerung abgelten wird bei den Pensionistinnen und Pensionisten in Österreich? Naja, Sie wissen als Gewerkschafter und Lohnverhandler, dass Lohnerhöhungen oder Erhöhungen von Pensionen in diesem Fall auch Verhandlungssache sind und dass ein Haus verhandelt werden muss, weil es finanziert werden muss. Aber Sie können sich sicher sein, mein Bestreben als Sozialminister ist es natürlich und selbstverständlich, dort den Ausgleich herzustellen über die Pensionserhöhungen, den diese Pensionistinnen und Pensionisten auch brauchen. Mir ist nämlich bewusst, dass dort, gerade wo geringe Pensionen vorhanden sind, die Teuerung ganz besonders zuschlägt, weil diese Menschen in extrem hohem Ausmaß nahezu das gesamte Einkommen, das sie haben aus Pension, ausgeben müssen für Lebenshaltungskosten, für Heizung und für den täglichen Bedarf und ansonsten nichts mehr übrig bleibt. Das wird auch untermauert durch die jüngste Studie, die wir im Sozialministerium in Auftrag gegeben haben, wo sich wieder angeschaut worden ist im Vergleich der im Zeitlauf, wie sich das entwickelt hat, bin sofort fertig. Und wir wissen, wir haben das in den Fokus zu nehmen.